Willkommen bei Grilltube. Heute gibt's ein leckeres Rehfilet, konfiert im Heu. Dazu Kürbisschnitze und Erbsenpüree. Viel Spaß mit dem Video. Die Filets werden nur leicht gepfeffert mit einer bunten Pfeffermischung. Etwas andrücken und beiseite stellen. Alles Fleisch für unsere Videos, die wir mit Wild gemacht haben, haben wir bestellt bei meat4you.ch. Jetzt nimmst du die Tassen, du kannst Glastassen nehmen oder auch Porzellantassen, gibst auf den Tassenboden eine Portion Heu, rollst dann auch das Filet zusammen und gibst es in die Tasse rein. Und keine Angst, die Tassen können nicht zerspringen, weil der Grill wird ja kurz vorher erst eingeschalten und hat nur eine sehr tiefe Temperatur. Filet einlegen und richtig schön zudecken. Nun füllen wir ein neutrales Öl, Sonnenblumen oder Rapsöl, weil der Geschmack des Öls sollte nicht den Heugeschmack überdecken. Die ganzen Angaben findest du übrigens unten in der Infobox oder auf unserer Homepage musters.ch. Schön auffüllen, bis zum Rand hoch, dass alles schön gedeckt ist. Den Kürbis salzen wir nur leicht und geben auch noch etwas Pfeffer drauf. Und dann sind die Vorbereitungen für heute schon abgeschlossen. Wir sind am Grill. Der wird auf sehr tiefen Temperaturen eingeschaltet. Am besten nimmst du den linken Brenner und stellst die Tassen oben rechts auf die zweite Grillebene. Ein Kerntemperaturmessgerät einstecken, nicht ins Fleisch, sondern nebendurch, damit wir die Temperatur des Öls in der Tasse gut überprüfen können. Ist dies geschehen, Deckel schließen und dann geht's ans Erbsenpüree. Hierzu gibst du die Butter in die heiße Pfanne, schäumst die etwas auf und gibst die Zwiebeln dazu. Diese brätst du schön glasig. Ist dies geschehen, kommen die Erbsen dazu und beides zusammen lässt du 4-5 Minuten gut aufkochen. Gut vermischen und zwischendurch auch mal umrühren. Das Öl hat 37 in einem Glas, 35 im anderen, also wir haben noch etwas Zeit. Jetzt können wir die Erbsen etwas pfeffern, Bouillon dazugeben und dann die Hitze abschalten, fast aufs Minimum. Und einkochen, bis keine Flüssigkeit mehr da ist. Schau mal, das Fleisch hat schon angezogen. Und jetzt schalten wir unten den zweiten Brenner ein, damit wir die Gussplatte etwas aufwärmen können. Du kannst den Deckel nun auch offen lassen, weil die Abwärme hilft auch das Öl oben auf Temperatur zu halten. Den Kürbis brätst du rundum an, damit er eine schöne Farbe bekommt. Die Erbsen in einen Behälter geben und dann mit dem Mixstab gut pürieren. Und du siehst jetzt auch, es hat keine Flüssigkeit mehr drin, weil sonst gibt es kein Püree, sondern ja, eher fast eine Suppe. Hast du es schön püriert, nimmst du ein Sieb, gibst das in Etappen rein und drückst es mit einem Spachtel oder mit einem Löffel durch, damit auch keine Erbsenschalen oder Haut drin sind. Schau mal die schöne Farbe, die es bekommen hat. Jetzt nimmst du das Erbsenpüree raus, in den Grill stellen, Thermometer entfernen, mal die Gläser herausnehmen. Weil jetzt wird das Filet dann auch noch scharf angebraten.
den Kürbis wegnehmen, auf die Schale legen und so bleibt das Ganze schön warm, damit es nachher auch zum Essen schön warm genießbar ist. Das Heu entfernen und das Filet herausnehmen. Du kannst ein Küchenkrepp oder Küchentuch nehmen, legst es drauf, denn so viel Öl zum Anbraten brauchen wir natürlich nicht. Und auch das Heu, das vielleicht noch dran klebt, kannst du so sehr gut wegnehmen. Das Abtupfen. Jetzt gibst du etwas Salz drauf, drückst das ein wenig an und dann kommen die Filets für 30 Sekunden je Seite auf die Gussplatte und dann wegnehmen vom Grill, weil das Fleisch soll ja sehr rosa sein. Aber so kommt das Reh noch leckere Röstaromen. Alle Seiten rundum und dann ab auf die Platte. Jetzt schneiden wir das Fleisch an. Ich bin auch gespannt, ob schön rosa geblieben ist. Anschließend machen wir noch ein Tellerbild. Wir hoffen, das Video hat dir sehr gut gefallen, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben, über einen Kommentar natürlich auch. Bist du noch kein Abonnent von uns, dann würde es uns freuen, wenn du das auf der Seite nachholen würdest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Nachmachen, bis zum nächsten Mal und vor allem einen guten.